Guten Morgen, Freunde. Hier ist wieder Vagant mit einem Unboxing-Video. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mal wieder ein neues Video mache, weil ich bin ein bisschen umgestiegen von den Panzerfahrzeugen ja, wieder zu meinen Anfängen Star Trek. Und heute habe ich ein schönes Raumschiff in der Post gehabt, und zwar die Special Edition von der Enterprise D im Maßstab 1:1400. Also ist das klassische Modell, was man so kennt, mit einigen Verbesserungen. Also das heißt, die Hülle ist transparent und es wurden auch einige Fenster aktualisiert, die in dem alten Modell nicht dabei waren. Und so ein paar Sachen wurden schon geändert. Und innenliegend ist der große Dickelbogen, der Aztec-Dickelbogen, und da bin ich dann auch schon mal gespannt. Dieses Modell ist vergriffen, hat im Handel um die 60 Euro gekostet ursprünglich und liegt jetzt so bei und um zwischen 150 bis 180 Euro. Das ist die Wertsteigerung, weil es gibt das Teil eben nicht mehr. Ich habe ein bisschen weniger bezahlt. Na, vielen Dank für das Modell Scotty, wollte ich gerade sagen. Stocky ist ein Bekannter von mir, der hat mir das überlassen. So. Ja, dann würde ich mal anfangen mit dem Auspacken, weil, ne, ich bin neugierig. Ich habe auch die Folie noch nicht abgemacht. Ich habe keine Übung darin, Folien zu öffnen. So. Wenn die Folie ab ist, zeige ich auch nochmal die Rückseite von dem Paket. Ist ja schön bedruckt, ne? So, ist mal weg mit der Folie. Ah, so. Antistatik nicht so schön. So, Rückseite. Ja, da sind noch ein paar Sachen abgebildet, die es dann auch gibt. Ein paar Modelle. Die Snap-It-Kits. Das sind die kleinen 1:1000. Naja, so klein sind die nicht. Wenn man keinen Platz hat für die Großen oder die Großen nicht mehr bekommt. Die Kleinen, die sind immer da irgendwie. Kosten aber auch ganz schön. So, das Paket wiegt im Übrigen doch ganz schön. Also, mein Handy beiseite packen. So, ich bin echt neugierig. Oh, da ist ja gar nichts drinne. Wie soll man denn da was erkennen? Das ist ja alles transparent. Oh, ein Duft von frischem Kunststoff. So bringt das ja nichts, dass ich euch das zeige. Deswegen, ja, schneide ich den Beutel auf. Entwerte ich jetzt die Briefmarke sozusagen. Ich packe das mal zur Seite. Ich packe das aber in der richtigen Reihenfolge aus, keine Sorge. Ich muss euch das irgendwie zeigen können. Ja, das Transparente hat natürlich den Sinn und Zweck, dass man das Raumschiff anständig beleuchten kann, wenn es fertig ist. Und man kann es auch transparent bauen. Habe ich zwar noch nicht gesehen, aber... So. Wow. Ja, die Oberfläche sieht natürlich schweinegeil aus, ne? Das ist echt geil. Oh Mann. Ja, leider auch hier... weil das Ding zu beleuchten, das Modell, ist hier mal wieder keinen Weg vorgegeben. Aber der einzige Weg, der einem hier bleibt, ist halt einen kleinen Kanal hoch zu fräsen hier. Und möglichst mit dünnem Draht das ja, zu versorgen mit Energie. Ja, das war bei der alten auch schon so, dass das der einzige, was problematisch ist, aber das geht. So. Ja, das sieht natürlich auch sehr geil aus. Oh, krass. Ja, die haben schon was. Das sind schon ganz schön wuchtige Teile, die Warp-Gondeln. Für die Warp-Gondeln habe ich mir aber in den USA bestellt die gegossenen, schon blau gegossenen Zusatzteile für den Warp-Kram hier und die Bussard-Kollektoren. Ich bin mal gespannt, wann das aus den USA hier ankommt. Ja,
Das sieht da merkwürdig aus. Was haben die denn hier gemacht? Ach ja, das ist ja die Innenseite, stimmt ja. Ja, es sieht alles ein bisschen merkwürdig aus, wenn man das so transparent sieht. Hier ist das alles aufgeraut. Das liegt wohl am Guss. Aber hier von außen sind auch deutlich die kleinen Fenster zu erkennen. Ja, Aufbohren dieser Fenster beim Beleuchten entfällt, glücklicherweise. Weil hier alleine schon sind bestimmt 200 kleine Fenster. Die werden natürlich nicht alle aufgebohrt. Ich nehme auch bei dem Freistellen der Fenster ein paar Screenshots von der Enterprise als Vorlage. Ich glaube, also rund die Hälfte der Fenster ist nur beleuchtet. Und bei dem Transparenten ist das natürlich geil, dass man, wenn das lackiert ist, mit einem feinen Werkzeug einfach die Fenster abkratzen kann, die dann beleuchtet werden. Und bei so einem kleinen, das ist ja wirklich... Ich habe das gar nicht so winzig in Erinnerung. Naja. Als ich die gebaut habe, da war ich auch noch 12. Nein, das ist schon lange her. Aha. Ja, so, das waren... Unterteil Bugsektion, die Pylonen, wo die Warp-Gondeln drankommen. Sieht alles sehr schön aus. Ich bin mal gespannt, wie die Untertassensektion aussieht. Das wird ja wohl der absolute Killer werden, ne? Nächster Halt. Nächster Beutel. Ja, das sind halt die... Den packe ich jetzt nicht aus. Das sind ein paar Clear Parts für den für die Bussard-Kollektoren, für die Teile, die ich austausche in Resin und der Deflektorschild. Die Captain's Yacht und die Brücke. Das eine ist hier die Captain's Yacht. Und die Brückensektion hier. Warum das jetzt... Naja, das war ja früher auch getrennt. Da kann man nicht viel zu sagen. Also bisher ist die Qualität offenkundig sehr gut. Ob die Teile nun wirklich passend oder gerade sind, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Dafür ist das ein bisschen umständlich, aber ich denke mal schon. Das ist ja die Firma Round 2, die die ganzen Sachen unter sich... Na, wie soll ich sagen? AMT gibt es nicht mehr, auch wenn AMT da drauf steht. Round 2 ist der Besitzer. Und die legen den ganzen Kram auf und die geben sich eigentlich sehr viel Mühe dabei, die Neuauflagen der Modelle wirklich gut zu gestalten. Und ich das Teil jetzt hier so flach auflege, ist da kaum Spiel. Also das scheint nicht, überhaupt nicht verzogen zu sein. Das ist Bugsektion Oberseite. Mal hier kommen dann die Pylonen, also das andere Teil, was ich eben in der Hand hatte. Das wird draufgeklebt. Also so viel Platz ist da nicht, aber für die Beleuchtung ist schon okay. Die Fenster wirken hier ein bisschen größer nun. Das täuscht aber auch nur. Zum Glück muss ich hier nicht bohren. Schön. Ich habe das schon mal gemacht. Eine Enterprise habe ich schon beleuchtet, gebohrt. Ich glaube, von diesen Mini-Bohrern habe ich bestimmt 20 verbraten. Diese brechen nach kurzer Zeit immer irgendwie ab. Ja, ist auch schick. Gutes Teil. Der ganze Undock-Bereich für die Untertassensektion. Also der Anschluss an die Untertassensektion. Ja. Die Optik zeigt mir, dass das sehr, sehr geil aussieht. Die Optik, wieso, was rede ich denn da? Also, sieht super aus bisher. Ja, Aufsteller. Einmal... Ja, stimmt. Es gibt den Gesamtaufsteller für das gesamte Raumschiff. Und dann gab es den Zweitaufsteller, wo man die Untertassensektion und das Raumschiff getrennt aufstellen konnte. Das wird wahrscheinlich auch hier der Fall sein, dass man die Untertassensektion abnehmen kann. Das werde ich bei dem Modell allerdings nicht können, sei denn ich arbeite mit zwei separaten Stromkreisen und ja, wie auch immer, das will ich aber nicht. Also bei mir wird das Raumschiff ein Teil sein, wenn es fertig ist. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommt die Untertassensektion. Meine Güte.
Die ist ja schon fast so groß wie die 1350 NX01. Also, naja, nicht ganz so groß, aber schon ganz schöner Prügel hier. Oh Gott. Ja. Ist das geil. Oh. Ist das Dreck? Nein. Meine Güte, das Ding sieht ja... Hey, ups, na komm. Das Zeug weg. Das ist rettenscharf. Ich setze das mal so kurz zusammen, so ein bisschen. Naja, ich habe da keine Geduld geradezu. Eigentlich müsste das locker übereinander passen. Tut's aber gerade nicht, weil ich ein bisschen zu käsig bin hier. Ah. Naja, das wird schon passen. Mit ein bisschen Geduld und Spucke auf jeden Fall ist das der absolute Hammer. Unten bedruckt. Was steht denn da unten drauf? Mal die Brille kurz abnehmen und lesen. Er steht drauf. 1987,2010. Also Gussvorlage ist dann doch von 87. Das ist schon ein paar Tage her. Und die Neuauflage 2010. Made in China. Ja, das ist schon ein geiles Teil. Ich habe im Jahr 1995, 96 habe ich zwei Stück davon alleine handbemalt. Ohne Beleuchtung. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich diese ganzen kleinen Felder bemalt habe. Das ganze Aztec-Muster mit dem Pinsel. Da habe ich auch noch ein lustiges Foto. Da habe ich nämlich eine ganz lustige Brille auf. Also zur damaligen Zeit, in den 90ern, war das eine normale Brille. Aber heute kann man sich mit dem Teil nicht mehr sehen lassen. Sehr lustig, das Foto werde ich mal ins Forum posten. Ja, packe ich das jetzt mal wieder ein. Ja, bevor ich die Enterprise D baue, das ist sehr verlockend natürlich jetzt schon, aber bevor ich damit anfange, muss meine Voyager fertig werden, die Enterprise C wird fertig und die NX01 kommt auch noch davor. Ich will endlich mal ein 1:350 Modell bauen. Ja, das war's. Nicht ganz. Jetzt kommen, da ist noch mehr im Karton. Abfall. Das entsorge ich auch gleich. Ich sammle ja nicht den Müll. Bevor ich die Deckels zeige, die ich jetzt gerade sehe, gibt es erstmal die Anleitung. Das Beste zum Schluss, wollte ich schon sagen. Ja, die Anleitung ist nichts Weltbewegendes. Das ist gewohnt ein Faltblatt. Es sind ja auch nicht wirklich viele Teile da. Überschaubar, wenig Teile. Und ja, was soll man dazu sagen? Ja, hier ist, ach genau, der zweite Aufsteller. Wo ist denn das? Kann man das sehen? So, da unten, da sind die beiden Aufsteller. Einmal der Aufsteller für das komplette Gedönse. Gedönse für das komplette Schiff. So werde ich den dann auch sicherlich nehmen. Denke ich mal. Obwohl ich eigentlich wieder meinen Beleuchtungssockel machen will. Und ich denke mal, den mache ich auch. Weil irgendwie muss der Strom daran. Der Sockel ist zwar schön, aber ich werde den wohl nicht nehmen. Der zweite Aufsteller, der dabei ist, ist halt, wie schon erwähnt, für die Untertassensektion. Und für die Captain's Yacht. Die kann man dann da unten drauf packen. Also beide Dinge. So. Das ist die interessante Seite. Das gab es früher nicht. Hier sind die Farbangaben. Also ich muss hier ein bisschen rauszoomen. Die Farben sind auch überschaubar. Ich mache auch wieder eine Liste von den Farben. Weil hier ist Model Master angegeben, wieder mal nur. Und Model Master hat sich aus Europa zurückgezogen. Man kann sie noch über Polen beziehen. Ich warte schon seit 3 Wochen auf 2 Farbpötte aus Polen. Und ich glaube, ich muss da mal anklingeln und nachfragen, was mit der Farbe los ist, weil das Model Master Farben sind, für die ich hier keine Entsprechung finde.
Und das sind wahrscheinlich russische Farben, aber so genau kann ich das sehen, wenn ich sie einmal im Original hatte und mal mit anderen Farben vergleiche. So, Gunship Grey, Clear Red and Blue brauche ich in diesem Fall nicht, weil das Resin-Teile sind. Ja, Kupfer, Insignia, Yellow, das sind die normale Sachen. Light Ghost Grey gibt das von vielen anderen auch, aber hier ist ein Sternchen. Warum ist hier ein Sternchen? Normalerweise ist ein Sternchen Bezug, gibt es was an der Unterseite, aber hier ist nichts. Vielleicht meinen sie mit dem Sternchen, dass das die gesamte Hülle ist, erstmal Gunship, Light Ghost Grey. Und Gunship Grey werden wohl die Aztec-Muster sein, da drauf, so, wenn man sie einzeln pinseln würde. Ja, gut, weiß ich nicht. Steht ja alles hier, schön unübersichtlich. Ja, man muss halt ein bisschen die Augen aufmachen hier. Und diese ganzen Zahlen sind natürlich, ja, erschlagen einen. Das sind die ganzen Zahlen nicht für die Bemalung, sondern wirklich für die Deckels, die jetzt gleich kommen, die ich gleich zeige. Aber wie schon hier zu sehen, nee, auch am Warp-Antrieb, an den Warp-Gondeln, ist halt ein bisschen was zu sehen. Sowas früher mit dem Pinsel zu machen, das war eine nette Aufgabe, aber irgendwie kriegt man das dann doch nicht ganz so gut hin, wie wenn man das mit Deckels macht. In den 90ern gab es auch keine lasergecutteten irgendwelchen Plotterfolien, die man benutzen konnte zum Maskieren. Das gab es auch da nicht. Und Internet, haha, witzig. Das hat gerade mal angefangen mit dem Internet, also da gab es auch noch nichts. So, jetzt kommt der schöne dicke Bogen. Das ist, was ich jetzt schon sehe, ist schon super geil. Für Leute, die eine Avasie gegen Deckels haben oder Schwierigkeiten mit Deckels haben, für die ist sind diese Modelle auch nichts. Also, zumindest nicht, wenn man solche Deckelmassen hier hat. So, in dieser Hülle ist eine kleine Anleitung, wie man die Deckels dann aufträgt. Ich fange dann mal an mit dem ersten Trennblatt. Das ist, um die nicht zu beschädigen. So. Also. Massenhaft. Die sehen klasse aus. Die sind echt schön. Ja. Also die Deckelträgerfolie ist in dem Fall auch weiß. Nee, die Kette kann doch nicht weiß sein. Aber scheinbar ist das so. Das ist doch weiß, ja. Klar. Na. Dann lasse ich mich da mal überraschen. Oh. Ja. Deckels bis zum Verrecken, ne? Die ganzen kleinen Felder. Aber in der Anleitung, mal kurz gucken. Ich habe die auch noch nicht so gebaut. Also, ja, hier ist es natürlich die Unterseite zu erkennen von dem, von der Hecksektion Unterseite, wo die Warp-Gondeln hochgehen, dann die Pylonen. Deckels dafür, krass. Die gibt es ja auch beidseitig. Ja, die ganzen Luken. Jetzt die Frage, ob die Lukenfarbe richtig ist, aber die war noch nicht weiß, die war noch gelb, oder? Ja, zur Not habe ich für die ganzen Luken, wollte ich gerade sagen, für die ganzen Rettungskapseln, habe ich noch den ganzen Deckelsatz mit mehr als 100 von diesen kleinen Dingern da. Der kann ich zur Not noch austauschen. Die muss ich hier nicht nehmen, aber ich denke mal, ich nehme die trotzdem. Ja, das ist die Oberseite, glaube ich, bei der Brücke. Krass. Nächster. Ja. Echt cool. Das ist die Untertassensektion Oberseite. Nee, Unterseite. Ja. Noch ein Bogen. Ja, das ist der letzte.
Das habe ich nämlich auch vermisst, diese Teile, die habe ich nicht gesehen sonst. Die sind nur hier drauf, auf dem letzten Bogen. Ich dachte schon, dass sie die vergessen haben oder einen extra Bogen noch. Ja, sehr, 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 sehr schöne Decals dabei. Das freut mich. Da muss ich denn nicht alles anpinseln. Die Oberfläche der Voyager ist nun nicht so... der Enterprise D ist nicht so erhaben, dass da viel einsackt. Aber ich denke mal, da braucht man dann doch schon so ein paar Liter Dekelsofter. Die Teile, die sind so gehalten, dass man mit dem Dekelsofter gut auskommt. Ich werde den noch ein bisschen verdünnen, den Dekelsofter mit Wasser. Damit er noch ein bisschen dünner ist und ich ein bisschen spare damit. Denn es sollen sich auch die nicht so erhabenen Stellen der Untertassensektionen so optisch auch durchdrücken durch die Dekels. Die Qualität der Dekels darüber kann ich noch nicht viel sagen, weil ich habe noch keinen davon verarbeitet. So. Ja, das war denn jetzt wieder mal ein Unboxing von mir. Ich hoffe, euch hat das so viel Spaß gemacht wie mir, das Auspacken. Ich habe den Bausatz, wie gesagt, zum ersten Mal so gesehen. Ich habe zwar ein englisches Unboxing gesehen, aber das ist immer noch was anderes, als wenn man das selber auspackt. Und ja, auf Deutsch ist da nicht so viel zu finden im Netz. Und schon gar nicht, wo man die Aztec-Dickels sieht. Ich bin froh, dass ich und freue mich, dass ich das für euch machen konnte. Und vielleicht habe ich den ein oder anderen dazu jetzt verholfen, sich da diesbezüglich zu entscheiden, sich dieses Modell zu kaufen. So, wenn es das noch gibt. Eine Neuauflage wird es nicht geben von dem Modell, also es wird höchstens teurer als günstiger. Ich kann es jedem Trekkie nur empfehlen, der Modelle baut und die Enterprise noch nicht hat, sich zu versuchen, noch eine zu ergattern. So. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es in die Comments. Ich habe noch ein, zwei Schiffe, die ich noch nicht ausgepackt habe, wie ich gerade gesehen habe. Und da kommt dann demnächst noch ein Unboxing. Es ist ja nicht so, dass das neue Raumschiffe sind. Es sind halt Star Trek Raumschiffe, die ich selber noch nicht ausgepackt habe. Und ich unboxe alle, die ich zu fassen kriege. Nicht wahr? So, Resinenmodelle würde ich auch gerne unboxen von den Bekannten. Aber mir sind die Dinger einfach zu teuer. Ich kann mir die Sachen nicht leisten. Ich würde sie mir alle kaufen, wenn ich könnte. Geht leider nicht. Und ja, gut. Okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Unboxing. Euer Vagant.